Hallo zu Teil 6 meiner Blu-ray-Sammlung. Und jetzt geht's schlagartig weiter natürlich. Hier Jackie Chan Winners and Sinners. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal so einen richtigen Schwung an Jackie Chan-Filmen geholt, weil es sie damals für einen Fünfer gab. Habe ich aber bis jetzt heute noch nie gesehen. Tja, schade eigentlich. So ist das halt, ne? Kennt das wahrscheinlich auch. Man kauft sich manchmal Filme und dann liegen die halt jahrelang verschweißt im Regal. Genau, wer nicht verschweißt hier rumlag, ist Samurai Cop. Ist ein Film, den kann ich wirklich wärmstens empfehlen, wenn man so ein bisschen diesen gewissen Trash-Faktor mag, aber nicht diesen gewollten Sharknado, wir machen Trash, aber mit großem Budget-Film, sondern ein Film, der eigentlich ungewollt Trash ist und der sehr, sehr cool ist, sehr lustig und auch cool gemacht irgendwie und wirklich kann ich wirklich empfehlen. Also, wenn man wirklich auf so Sachen steht, schaut euch mal den Trailer an, dann wisst ihr, was ich meine. Wirklich richtig nice. Samurai Cop. Sehr, sehr cool. Dann auch ein cooler Film, Die schöne Bescherung mit Chevy Chase, Klassiker zu Weihnachten, Hammer, kann ich jedes Jahr eigentlich mehrmals gucken. Dann, genau, Walk Hard, sehr coole Komödie, Ricky Bobby habe ich glaube ich nur einmal gesehen, die war glaube ich nicht so gut, aber Walk Hard ist wirklich nice, der ist richtig gut. Habe ich in so einem Doppelpack hier gekauft, auf jeden Fall empfehlenswert. Dann Toy Story, genau. Teil meiner Kindheit habe ich damals auch im Kino gesehen, den ersten Teil. Sehr, sehr nice. Und ist jetzt ja auch wieder ein neuer Teil angekündigt, ne, für nächstes Jahr, glaube ich, oder übernächstes Jahr. Freue ich mich drauf. Habe ich Bock. Hard Ticket to Hawaii ist auch so ein bisschen eine lockere Actionkomödie. Ich glaube, den fand ich damals nicht so geil, glaube ich. Aber ich glaube, da gibt es viele Fans, die den cool finden. Dann Forgotten Silver. Ist eine, ja, eine Mockumentary, also quasi so eine Art Fake-Dokumentation von Peter Jackson über den quasi nicht existierenden Regisseur irgendwie, der irgendwie, glaube ich, geht es irgendwie um so einen Fake-Regisseur, den es nie gab. Ist aber sehr lustig, sehr cool gemacht. Schon ewig nicht mehr gesehen. Und dann noch ein anderer Kultregisseur, Lars von Trier, Melancholia. Oder Melancholia, je nachdem. Habe ich damals auch im Kino gesehen und im Kino, muss ich sagen, fand ich den ganz cool, gerade durch diese Planetenaufnahmen und so. Sah der richtig nice aus. Ist aber ein bisschen depressiverer Film. Kirsten Dunst, sehr cool in dem Film. Ich fand ihn, glaube ich, immer noch ganz cool. Klar, ich glaube, zu Hause wirkt er wieder ein bisschen anders. Muss man sehen wollen in dem Moment. Ne? Aber Kino auf jeden Fall sehr gut. Auch ein Film, den ich schon sehr oft gesehen habe: The Ghost oder Der Ghostwriter mit Hugh McGregor von Roman Polanski mit. Pierce Brosnan in einer coolen Rolle oder in einer etwas fieseren Rolle, sagen wir mal so. Genau, ich glaube, die meisten kennen ihn schon. Kann ich echt empfehlen. Das ist ein cooler Thriller, auch schön ruhig erzählt, irgendwie nicht langweilig. Mir hat er sehr gefallen. Ich habe ihn schon mehrmals gesehen, auch im Kino damals. Sehr, sehr cool. Und dann auch eine coole Dokumentation, die habe ich auch schon gesehen. Die habe ich mir nun mal geholt, nachträglich noch Electric Boogaloo. Oder Boogaloo. Ist quasi eine Dokumentation über das Filmlabel Canon, die damals ja sehr, sehr viele Actionfilme gedreht haben und ja, also so Klassiker eigentlich auch geschaffen haben. Und da kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist wirklich super interessant, sehr unterhaltsam. Dann kommen wir noch zu ein paar Jackie Chan-Filmen, zu dem besagten Jackie Chan-Kaufrausch, den ich damals hatte, wo es die in so einer Aktion gab. Wahrscheinlich, ich glaube, bei Amazon gab es die mal ganz, ganz billig. Project B, City Hunter, da kenne ich, habe ich doch oft im Fernsehen gesehen damals. Der lief ja mehrmals im Fernsehen. Und Superfighter, den weiß ich gerade gar nicht, ob ich den nicht schon mal gesehen habe. Also ich kenne auch einige Jackie Chan-Filme gar nicht. Gerade die ganz alten. Aber cooler Typ. Dann von Luc Besson, Adele, Geheimnis des Pharaos. Ist auf jeden Fall, ist ein cooler Film. Ich finde irgendwie den sehr cool auf der einen Seite. Ist cool gemacht. Ich finde auch sie ist eine super Schauspielerin. Aber ich finde, der Film hat so ein paar Sachen, wo ich mir immer denke, so, boah, warum hat man das gemacht? Also so ein, die Effekte sind teilweise auch nicht so gut. Und auch manchmal, die tragen ja manchmal auch so komische, hier sieht man es nicht so gut, aber es gibt, glaube ich, irgendeinen, der hat so ganz komische eine Fake-Nase und so weiter. Und das macht es dann alles wieder so lächerlich irgendwie. Obwohl der Film eigentlich an sich gar nicht so schlecht gemacht ist. Den fand ich, also ich finde, es ist so eine Mischung aus. Ich mag ihn irgendwie und irgendwie auch nicht. Aber ich finde den irgendwie sehenswert auf jeden Fall. Dann, Up in the Air, auch ein cooler Film, den habe ich damals im Kino auch gesehen. Hat mich auf jeden Fall damals sehr, also getoucht irgendwie, war das so auch meine Story, meine Story, aber ich fand den irgendwie, konnte mich mit der Figur irgendwie gut identifizieren, auch hier. Vera, wie heißt der nochmal, Famiga, den Namen wieder vergessen hier.
Aber auf jeden Fall finde ich ein sehr, sehr cooler Film von Jason Reitman, genau vom Sohn, der Sohn von Ivan Reitman, der ja auch den neueren Ghostbusters Legacy gedreht hat. Sehr cool. Dann noch Der Pate, Teil 3, da habe ich ja quasi die Trilogie mir auf dem Flohmarkt mal günstig ergattern können. Teil 3, besser als ein Ruf, finde ich, aber klar, die älteren, die Teile davor sind natürlich besser. Dann Hotel Artemis habe ich, glaube ich, auch mal auf dem Flohmarkt mir geholt, habe ich aber bis heute nicht gesehen. Und das ist Jodie Foster. Cool, okay. Genau, Jodie Foster. Muss ich mir nicht mal anschauen. Jodie Foster ist auch cool. Dann auch ein cooler Film hier, The Anchorman. Ich weiß nicht, ob es der erste Teil ist. Ich glaube, der erste Teil, glaube ich. Der zweite ist auch cool. Auf jeden Fall empfehlenswert. Finde ich sehr nice. Oh, auch ein sehr alter Klassiker. Der Zauberer von Oz. Fand ich cool, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Man muss natürlich auf alte Filme stehen, ist klar. Aber mir hat er gefallen. Ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt so mal nebenbei schnell mal angucken würde. Muss man schon Bock drauf haben, auf jeden Fall. Aber ich fand den auf jeden Fall sehr nice. Und dann Hellboy Teil 2 von Guillermo del Toro. Fand ich auch sehr nice. Auch Teil 1. Auf jeden Fall hat er einen guten Touch. Die neueren Hellboy-Sachen habe ich nicht gesehen. Aber ich fand irgendwie die Filme von del Toro fand ich sehr gut. Da wollte ich auch einen dritten Teil machen. Aber ich glaube, da war der, glaube ich, zu teuer. Dann geht es weiter mit Toy Story Teil 2 und 3. Klar, ich meine, der erste Teil ist ja der coolste, finde ich, aber trotzdem, man kann eigentlich jeden Teil, kann man einfach gucken. Auch ein Klassiker, der große Diktator, Chaplin, Charlie Sheen natürlich, klar. Charlie Chaplin, der große Diktator, auch ein geiler Film, finde ich, kann man heute immer noch sehr gut gucken, finde ich. Finde ihn auch noch sehr lustig und wirklich cool. Also richtig nice. Dann eine Dokumentation, die habe ich glaube ich mal gewonnen, glaube ich. Mr. Universum mit Schwarzenegger. Und die glaube ich habe ich mal irgendwo gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr bei was. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, habe ich auch noch nicht gesehen, aber vielleicht habe ich die mal woanders gesehen. Auf jeden Fall interessant. Dann Hellboy Teil 1 noch, genau. Auch sehr cool. Aber ich glaube, von Teil 2 fand ich glaube ich ein bisschen besser, glaube ich. Naja. Dann auch ein Klassiker, Alfred Hitchcocks Die Vögel. Da fand ich das Steelbook richtig nice, habe mir das unbedingt holen müssen. Ja, richtig, richtig schick. So. Dann. Oh ja. Ah, Life After Flash ist quasi eine Dokumentation über den Hauptdarsteller, was der quasi nach dieser Zeit macht. Das ist auch so eine Reihe. Es gibt ganz immer mehr jetzt, so Life After irgendwas. Ne? Also kann man auch googeln. Da gibt es auch quasi verschiedene Dokumentationen jetzt auch schon von dieser Firma. Ist wirklich sehr, sehr, kann ich empfehlen auf jeden Fall. Dawn. Marsland. Kein Ort zum Überleben. Jetzt muss ich mal ganz schnell schauen. Ist das der, den ich meine? Ist nicht ein anderer Film. An den kann ich, glaube ich, gerade nicht erinnern. Es kann sogar sein, vielleicht habe ich den sogar mal ausgemacht, weil er so schlecht war. Kann ich, also ich glaube, ich kann jetzt nichts Positives zu dem Film sagen, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie. Ich habe den schon also ewig nicht mehr da reingeschaut. Dann Corman's World, eine Dokumentation über Roger Corman und seine Filme. Der Herr Corman ist ja leider dieses Jahr, war es glaube ich dieses Jahr, verstorben. Ich glaube, im Mai war es. Aber total faszinierender Mensch, finde ich. Und hat tolle Filme produziert und auch selber gedreht teilweise als Regisseur. Ja. Dann ein Mediabook, was ich mir eigentlich gar nicht hätte holen müssen. Vendetta von dem guten Herrn, also vom Regisseur Paul Verhoeven, der Macher hinter Robocop und so weiter. Und ja, gut, klar, es ist jetzt kein. Ich habe jetzt auch keinen Robocop erwartet oder so. Aber irgendwie war ich dann, glaube ich, von dem Namen so getriggert oder habe mich so mitreißen lassen vom Regisseur, dass ich mir den geholt habe. Und fand den aber recht enttäuschend, den Film. Ist natürlich mal Geschmackssache natürlich. Aber mir hätte er eigentlich leider nicht so getaugt. Dann, was mir aber taugt, ist aber diese Herren hier. Bud Spencer und Terence Hill, da habe ich mir die auch mal recht günstig hier, genau, für die 5 für 20. Ich glaube, da habe ich sogar ein altes Video mal drüber noch gemacht, von damals noch irgendwie auf meinem Kanal. Genau, zwei bärenstarke Typen, zwei sind nicht zu bremsen. Der Super, oh, der ist Hammer, Superkurs, einer meiner Lieblingsfilme. Und zwei außer Rand und Band. Ja, der gute Terence Hill, der dreht ja aktuell noch, und ich weiß nicht, ob er schon durch ist. Auch wieder ein Western.
Da bin ich echt mal gespannt. Ich habe natürlich jetzt nichts in der Richtung. Ich meine, der letzte Film, den er gemacht hat, der war ja auch wieder ganz anders von der Art her. Aber es ist cool, halt den guten Herrn noch zu sehen, finde ich. Und solange er noch da ist, sollte man alles genießen, was man bekommt. Und ja. Dann jetzt noch zum Schluss habe ich noch drei Filmchen. Einmal eine DVD-Collection. Die habe ich bekommen, weil ich nämlich mal so kurz was verdecken, glaube ich. Ups. Spoiler hier schon. Ich wollte jetzt ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen. Also, genau, ich habe einen Kurzfilm quasi hier mit drauf auf der Kollektion von mir. So einen kleinen Horrorfilm und da bin ich quasi hier drauf. So eine Kollektion von Jörg Wischowski. Und der hat halt so, ja, so Horrorfilme, so ein bisschen krassere Sachen. Ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen, aber jedem das seine. Auf jeden Fall. Das habe ich dann noch, habe ich dann quasi geschenkt bekommen. Dann habe ich das schon gesehen, Total Recall. Genau, dem schönen, schicken Steelbook. Geiler Film. Genau, von dem guten Paul Verhoeven. Ne? Auf jeden Fall richtig nice, richtig geiler Film. Und zum Schluss Der letzte Samurai. Den habe ich ja mal recht günstig für 6 € geschossen, bis ich erst später gemerkt habe, dass es nur eine DVD ist. Genau, nur eine DVD-Mediabook. Aber ich denke mal, das ist trotzdem ein netter Preis. Sah irgendwie ganz cool aus. Trailer fand ich, glaube ich, auch ganz nice. Und hier mit den guten Herren hier. Und genau. Also im Prinzip sind DVD in meine Blu-ray-Sammlung geschmuggelt. Aber ihr hoffentlich verzeiht ihr mir das. Aber genau, das war quasi jetzt, genau, das war jetzt der aktuelle Teil. Ich versuche es immer ein bisschen schneller zu machen, weil jetzt, glaube ich, ein Video war mal 20 Minuten oder so. Dass es nicht zu lang geht. Jetzt war es, glaube ich, ein bisschen zu kurz vielleicht, aber ich denke mal, ist auch ganz gut. Und genau, wenn ihr Fragen habt, irgendwas wissen wollt über irgendeine Edition, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und freue mich, bedanke mich auch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid und sage bis bald.